Hallo und herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen zu Society Update. Mein Name ist Shadi Puyezadeh und ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet haben, denn wir starten gleich mal mit einer wirklich sensationellen Kooperation aus der Modewelt. Ja, und die Modewelt jubelt. Star-Designerin Donatella Versace und Pop-Beauty Dua Lipa setzen wieder einmal auf Frauenpower pur und erobern den Mode-Olymp, und zwar mit einer gemeinsamen Kollektion. Seit 2 Jahren ist sie das Gesicht des Kult-Luxus-Labels Versace. Jetzt setzt Modezarin Donatella Versace noch eins drauf und bringt mit Pop-Superstar Dua Lipa eine eigene Kollektion raus. Das gab das berühmte Duo in der Nacht auf Freitag via Twitter und Instagram bekannt. Name der neuen Kollektion: La Vacanza. Die große Präsentation ist am 23. Mai in Cannes geplant. Man darf gespannt sein. Ja, wer hätte das gedacht? Mrs. Biden und der britische König, King Charles, stammen beide von dem spanischen Ritter Philipp III. De Croix und seiner Frau Johanna ab. Anlässlich der Krönung des britischen Monarchen werden sich die beiden entfernten Verwandten wieder begegnen. US-Präsident Joe Biden wird nicht an der Krönung des britischen Königs teilnehmen. Ehefrau Jill wird an seiner Stelle die Delegation der Vereinigten Staaten am Samstag bei der Zeremonie anführen. Neue Untersuchungen haben nun Bemerkenswertes zutage gefördert. Die First Lady und König Charles sind entfernte Cousins. Der britische Monarch und die amerikanische First Lady stammen beide von dem Adelspaar Philippe III. De Croix und seiner Frau Johanna aus dem 16. Jahrhundert ab. Damit sind sie Cousins 13. Grades. Philippe III. Beteiligte sich von 1557 bis 1558 an den Kriegen gegen Frankreich. Er diente als Ritter unter dem spanischen König Philipp II., der ihn 1565 zum Vorsitzenden des Staatsrats ernannte. Die Ehefrau Philipps II., Königin Maria, schickt 1588 die spanische Armada nach England. De Croix hatte mit seiner Frau die Töchter Anne und Margaret. Charles ist ein direkter Nachfahre von Anne, während Frau Biden von Margaret abstammt. Die Recherchen der Genealogie-Website MyHeritage ergaben darüber hinaus, König Charles III. Ist darüber hinaus der 12. Cousin des kanadischen Premierministers Justin Trudeau, der ebenfalls an der Krönung teilnehmen wird. Ja, das mit den Corona-Maßnahmen wird bald Geschichte sein. Menschen, die mit dem Flugzeug in die USA reisen, brauchen zum Beispiel bald gar keinen Corona-Impfnachweis mehr. Denn ab dem 11. Mai ist ein Impfnachweis nicht mehr notwendig. Die US-Regierung teilte mit, sie würde mit dem Auslaufen weitreichender Corona-Notstandsregelungen am 11. Mai auch die Impfpflicht für Flugreisende aus dem Ausland aufheben. Seit rund 1,5 Jahren dürfen Ausländer nur nach einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus mit international anerkannten Präparaten in die USA einreisen. Die US-Regierung hatte die Impfpflicht im November 2021 eingeführt, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Das Weiße Haus erklärte nun, Krankenhauseinweisungen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seien seit Jänner 2021 jeweils um gut 90% zurückgegangen. Weltweit liegen die Corona-Todesfälle auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie. Das Land befindet sich jetzt in einer anderen Phase als zum Zeitpunkt der Einführung der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Impfpflicht soll nun auch für Bundesbedienstete und andere Gruppen wegfallen. Zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump sogar eine Einreisesperre für Ausländer aus weiten Teilen Europas angeordnet. Die Einreise aus dem Schengen-Raum, Großbritannien und Irland wurde bis auf wenige Ausnahmen untersagt. Auch für Ausländer aus Indien, China, Brasilien, Südafrika und dem Iran verhängten die USA wegen der Pandemie weitreichende Einreisesperren und hielten diese lange aufrecht. Das war's auch schon mit der heutigen Society Update Sendung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Machen Sie's gut.